Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Hundekanal Lunisia. So, und heute gibt es einen Vlog. Einen sehr, sehr durcheinander mit sehr, sehr vielen Einblicken und ja, ich würde sagen, so einer Zeitspanne von so circa 3 Wochen bis 2 Wochen. Und ja, da sind auch viele Romeo-Szenen dabei, weil Romeo auch eine Woche zwischendrin da war. Aber er sehr viel Dreck gemacht hat, musste er wieder gehen, ehrlich gesagt, weil man halt echt jeden Tag so viel Dreck hatte und er war einfach sehr, sehr anstrengend und ja, genau. Aber er kommt auf jeden Fall bald wieder und ja, das kann ich noch dazu sagen. Luna! Oh, Leckerli. Das sind die Terracanis Leckerlis. Das sind so kleine Herzchen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ja, okay, das ist jetzt nichts von Terracanis. Das sind einmal die Fruities, die von Bosch. Das sind einmal die Dukas-Leckerlis und das sind einmal so von der Hundemesse. Und ich dachte, dass wir jetzt hier so einen kleinen Gassi-Talk machen und dann zeige ich euch noch so ein bisschen die anderen Szenen, die ich noch so gefilmt habe über die letzten Tage. Genau. Jetzt ist Romeo leider schon weg und eigentlich wollte ich mit ihm auch noch eine Abendroutine drehen. Das wurde aber nichts. Ja, weil ich immer irgendwie die Hälfte vergessen habe. Das sind so Herzchen von Terracanis und das sind so Herzchen, Blümchen und Herzchen. Und Luna findet das echt richtig gut. Und heute ist echt richtig gutes Wetter. Im Gegensatz zu anderen Tagen. Und ja, jetzt laufe ich mal hier so ein bisschen eine Runde. Und dann gehen wir auch noch in die Hundeschule. Aber dort ist keiner. Und ja. Super! Wo ist mein Snuffelbär? Wo ist die Snuffi? Wo ist die Snuffi? Komm mal hier. Hier, wo ist er? Holz. Super! Super! Klick! Okay! Ja! So, und dann, ja, dann zeige ich euch die ganzen Ausschnitte und jetzt möchte ich euch aber noch ein bisschen so einen kleinen Gassi-Talk zeigen. Und was heißt zeigen? Ich möchte ein bisschen darüber reden. Und zwar habe ich nämlich, ich glaube, also 2 Kommentare hintereinander in einem Video. Die blende ich euch auf jeden Fall jetzt mal ein. Und es ist gerade alles aus dem Bauch heraus. Ich habe es mir nicht nochmal durchgelesen. Ja, und ich blende es jetzt euch einfach nochmal ein. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, von wem das war, aber auf jeden Fall, ja, war das ein Kommentar. Ich sag mal so ein kleines Hater-Kommentar. Ich habe das mir nicht zu Herzen genommen, aber weil jetzt nicht so oft Hater-Kommentare kommen, eigentlich hatte ich noch nie eins, hat es mich jetzt nicht verletzt oder so, aber es war halt so, okay. Und ja, dazu wollte ich ganz kurz Stellung nehmen und ja, ich habe es euch ja eingeblendet und ihr habt es jetzt nochmal durchgelesen. Ich weiß es, wie gesagt, jetzt nicht nochmal. Es ist jetzt alles aus dem Bauch heraus, was mir jetzt noch im Kopf geblieben ist. Die hat, das erste Kommentar war irgendwas mit was war das nochmal, dass ja irgendwas ja so hässlich ist. Ach genau, unter dem Leinenvideo. So, unter dem Leinenvideo, wo ich die Leine selber gemacht habe. Und Luna ab. Und da hat sie geschrieben, dass sie ja die Leine so hässlich findet. Und dass ich mir hätte mehr Mühe bei den Karabinern Vernähung hätte geben können. Und darauf habe ich nichts geantwortet. Ich habe das auch nicht gelöscht oder so, weil ich es eigentlich eher amüsant fand als irgendwie hatend. Und deswegen habe ich es mal nicht gelöscht. Und darauf habe ich nichts geantwortet und habe auch eigentlich nicht wirklich was dazu gedacht.
ich habe ja viel Content von euch bekommen, dass es ja eigentlich ganz toll war. Und ja, genau. Und der zweite Kommentar war irgendwie sowas in der Richtung wie, Luna oder deine Hunde sind ja nicht so süß. Oder sie mag meine Hunde ja nicht so arg. Labradudel oder Pudel oder was auch immer. Sie steht ja eher auf Pitbull, Staffordshire Terrier. Und sie findet auch Australian Shepherds ganz schön. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay. Also erstens, mein Hund ist wunderschön und wundersüß und man kann einfach nichts anderes dazu sagen. Und ja, wer diesem Gesicht nicht widerstehen kann, die ist einfach so toll. Und einen besseren Hund gibt es nicht und ich denke, das sagt auch jeder Hundebesitzer von seinem Hund. Auf jeden Fall fand ich es einmal schon unnötig, dass man sowas sagt, weil was soll ich mit der Information anfangen? Und dass sie ja so andere Hunde schöner findet, besser findet, ist schön für sie, interessiert mich erstens nicht. Und zweitens, nur wenn sie jetzt einen Staffordshire Terrier schön findet oder einen Australian Shepherd, das ist genau der Knackpunkt, für den ich die ganze Zeit schon, ich sag mal in Anführungszeichen, kämpfe. Weil es mir voll am Herzen liegt, dass jeder sich einen Hund holt, jeder, der einen Hund haben möchte, soll sich einen Hund holen. Aber nicht der Hund, den einem gefällt, sondern der Hund, der zu einem passt. Das ist der Knackpunkt. Man darf sich keinen Hund holen, der einem gefällt, sondern einen Hund, der einem zu einem passt. Natürlich kann man auch nach dem Aussehen gehen, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt alle Kriterien bei zwei Hunderassen stimmen, und man findet die eine schöner als die andere, dann würde ich mich auch nach dem Aussehen. Und man kann sich schon nach dem Aussehen richten, aber auf jeden Fall nicht nur. Und nicht jeder kann ein Australian Shepherd oder ein Pitbull gerecht werden. Und genau, und deshalb ist es schon mal erstmal eine ganz dumme Aussage. Und zweitens, vielleicht kannst du dir auch mal mein Lieblingshunderasse-Video angucken, weil da ist der Australian Shepherd auf Platz 1 und der Pitbull ist auch irgendwo da drin. Also die finde ich auch ganz toll und ja, also da verstehe ich diese Aussage nicht. Ich weiß nicht, ob das von der gleichen Zuschauerin kommt oder so. Und nochmal ganz kurz dazu, falls, wenn es dir nicht gefällt und du dieses Video siehst, dann geh doch einfach von meinem Kanal, wenn es dir nicht gefällt. Und ja, dann, ich glaube, was auch nochmal jemand geschrieben hat unter meinem Haul, wo ich meinen selbstgemachten Leckerli-Beutel gezeigt habe. Ich habe dazu zu dem Leckerli-Beutel auch ein DIY hochgeladen. Und ja, genau. Und ja, was, ja, auf jeden Fall hat jemand da gesagt, dass ich ja, ich habe ja auch ein DIY dazu hochgeladen und dazu kamen ganz viele Kommentare, dass es ja so schön ist und so. Und ich verstehe nicht, warum dann, also jedem seine eigene Sache, aber warum man dann da drunter schreiben muss, der ist hässlich. Er ist erstens selber gemacht, das ist, finde ich, schon mal eine Leistung. Und zweitens, ich fand ihn auch nicht besonders, also ich fand ihn schön, aber es war ja nicht so mein Lieblingsstück. Es hätte auch nach meinem Geschmack schöner gehen können. Und ich verstehe nicht, warum man dann schreiben muss, der ist hässlich. Was soll ich mit der Information? Also ganz ehrlich. So, jetzt viel Spaß bei den Einblicken. Also das ist mit den Beinen ganz schön. Romeo bekommt eine Dr. Claudas Dose, die kann ich euch gleich mal zeigen. Und hey, Romeo! Nein, Romeo, nein. Und Luna bekommt natürlich ihr Barf. Wie gesagt, wir benutzen keine Näpfe mehr, weil Luna halt aus ihren Plastikschüsseln bekommt. Weil es ist halt total dumm, wenn man jetzt ihr da das nochmal umfinden würde in den Napf. Dann müsste ich die Schüssel und den Napf sauber machen. Deswegen, es macht ja keinen Unterschied. Und ja, genau. Es funktioniert ganz gut mit den Beinen, wie ihr seht, wenn jeder bei seinem Napf bleibt, ist es überhaupt kein Problem. Und Luna bekommt jetzt hier Pansen, nee, Blättermagen, glaub, und ja, ein Gläschen. Das ist Romeos Dose, die er heute bekommen hat. Und das ist als Obstmischung bei Luna heute drin. Habe ich noch ihre ganzen
Zusätze drin: Grünlippmuschelpulver, Dorschlebertran, dieses Futterhilfe hieß es, glaube ich, von Anibio und der Kräutermix von Anibio und noch irgendwas. Ach ja, und genau, das Leinsamen. Genau. Und Romeo hat immer relativ schnell leer gegessen, er bekommt ja jeden Tag eine Dose, immer morgens eine halbe und abends eine halbe. Und weil Luna im Moment so gut frisst, haben wir es jetzt auch so gemacht, dass es Luna morgens eine halbe Dose bekommt und ja, abends immer ihr Barf. Genau. Und jetzt machen wir das mal alles hier fertig. Wir tun Luna, weil, wie gesagt, solange Luna frisst, bekommt sie Essen, weil sie ja so dünn ist und wirklich so krass aktiv ist. Wir holen jetzt mal ihr Essen aus dem Keller. Genau. So. Hier haben wir zum Beispiel von einem Biobauern hier so ein richtig großes Stückchen Fleisch. So ein richtig schönes Rinderfleisch. So ein Stückchen hatten wir auch ein Pferd. Richtig schön mit Maserung, aber auch wirklich kein Scheiß. Also ihr seht, also das ist Menschenqualität. Das haben wir bei einem ganz normalen Metzger gekauft. Das kleine Stück hat auch 22 Euro gekostet. Aber war natürlich günstigeres Fleisch. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Heute gab es nämlich Pansen. Das bekommt man immer zweimal die Woche. Das scheint auch nochmal Pansen zu sein. Nee, das ist Blättermagen, oder? Keine Ahnung. So, ich habe jetzt das Passende gefunden. Ich kann die auch wirklich oben alleine lassen. Die beißen sich auch nicht beim Essen. Romeo merkt dann schon, wenn Luna das nicht möchte. Hier ist ihre Obstmischung, beziehungsweise Obst- und Gemüsemischung. Hier sind die Innereien und das ist Muskelfleisch. Genau. So, aber wir wollen das jetzt auch schon so machen und ein bisschen umstellen auf stückigeres Fleisch. Also ja, sie möchte jetzt Stück. Und Romy ist hier unser Cleaner. Also Luna räumt es dann halt so weit auf, wie sie es isst. Und es war ja, als ich schon runtergegangen ist, fast leer. Es waren vielleicht noch zwei Stücke drin. Und Pansen haben wir wirklich richtig groß gelassen. Sie hat ja Zähne und ja, wir wollen jetzt wirklich richtig stückiges Fleisch. Ja, und nicht mehr diese Pampe, weil wenn das jetzt aufgetaut ist, ist es eine Pampe, Leute. Ihr seht ja, das sind gar keine Stücke mehr. Das ist so eine richtige Pampe. Und ja, wenn das alles aufgetaut ist, ist es eine richtige Pampe. Und ja, Luna frisst so eine richtige Pampe halt nicht so gerne wie jetzt so stückiges Fleisch. Ja. So. Und jetzt räumen wir das hier in den Kühlschrank. Und das ist Lunas Dose. Wir kaufen aber auch keinen Max mehr, weil die Zusammensetzung auch nicht so ist, wie ich sie mir doch jetzt wünsche. Ach, gerade eben haben sie gespielt. Gerade wenn man es aufnehmen will, natürlich. Oh, Romeo sieht schon wieder aus wie eine Wutz. Und ich habe ja extra einen Weg gewählt, der nicht arg schlammig ist. Aber halt außenrum extrem. Naja, und die Hunde können ja nicht auf dem Weg bleiben. Und das mit dem Verbieten, das hat nicht wirklich was gebracht. Und deswegen, ja, sollen sie sich mal gegenseitig auslasten. Aber dann habe ich nicht nur vier Füße zum Saubermachen, sondern halt gleich acht. Und Romeos Füße sind nochmal doppelt, weil so viel Arbeit mit seinem ewig langen Fell, ey. Aber ich freue mich voll auf die Hunderunde. Vor allen Dingen will ich halt wissen, dass Romeo versteht sich eigentlich mit allen Hunden, wirklich. Er versteht sich sogar mit unkastrierten Rüden. Und der ist ja auch unkastriert. Aber er ist halt extrem aufdringlich. Ja. Und Luna ist halt ein bisschen schüchtern, wenn so viele Hunde sind. Hallo, ich stehe hier. Hallo, hier. Fein. Dort vorne arbeitet jemand. Lunzi. Lunzi. Komm hier. Luna. Luna. Ja, super.
Jetzt geht's gerade weiter. Gerade geht's weiter. Jetzt aber. Fliegt gleich weiter. Nee, das macht er jetzt die ganze Zeit weiter, bis er von uns eine kriegt und dann holt er sich einen anderen Hund. Nein, nicht durch die Pfütze. Mein Hund. Romeo! Der Labrador macht wirklich gar nichts. Jetzt probiert er selber zu besteigen. Ich glaub's nicht. Das will er aber auch nicht. Guck mal, wie er sich jetzt wehrt. Ach, ist das ein Drecksack. Oh, mein Fuß!